Das Wort Frieden war ein Wort, das wir noch nicht kannten. Nach Auschwitz gibt es nichts wie Kunst. Drauf auf die Wuchtel, ehe es zu spät wird. Und das war mein neuer Aufbruch in die neue Welt. Ich habe eine Freiheit empfunden. Unglaublich. Frühling 1945. Der Krieg geht seinem Ende zu. Österreich, ein Land in Schutt und Asche. Nicht nur die Bomben der Alliierten, auch die Jahre einer verbrecherischen Diktatur haben Spuren in der Seele der Gesellschaft und ihrer Kultur hinterlassen. Aus den Trümmern kommen Menschen hervor, die in eine ungewisse Zukunft blicken. Manche von ihnen werden das spätere Kulturleben Österreichs entscheidend prägen. Ein bisschen geärgert hat mich schon, dass die Oper und das Burgtheater verbrannt waren. Das Dach von der Stephanskirche weg und so, das war schon ein schauriger Anblick. In Wien war natürlich eine ungeheuer lebendige Stadt, ein anderes lebendiges als heute. Das Jahr 45 war natürlich für die Gesamtheit des kulturellen Geschehens so eine Art Stunde Null. Es hieß, so, Cultura, Cultura, der Major Levitas hat er geheißen, hat gesagt, das Burgtheater spielt, die Oper hat zu spielen, noch selbstverständlich. Alles, was Kultur war, wurde aus dem Keller geholt. Tauschen, handeln, flirten. Der Hunger macht in den ersten Friedensjahren erfinderisch. Was man hat, wird zu Markte getragen. Schleichhandel und Schwarzmarkt lassen den Blutkreislauf der Gesellschaft pulsieren. Und einmal hat mir ein amerikanischer Soldat, ein ganzer Junge, es war Deutscher, der ist als amerikanischer GI dann zu uns gekommen ist. Und der hat mir einmal sogar gegeben, weil das war damals Kapital, Seidenstrümpfe. Jetzt ich, was mache ich mit Seidenstrümpfe? Hab damals keinen Verbrauch gehabt. Dann hat mich die Mode natürlich mitgerissen. Ich habe es geliebt. Und diese neue Mode war ja wunderschön, behauptet man. Heute findet man es ein bisschen komisch, nicht? Der Frühling steht vor der Tür und dank der Pariser Modistin Maud Rosaire blühen bereits die Blumen auf den Hüten der schönen Frauen. Antonio hat zu diesem Hut auch die passende Haartracht erfunden. Ich war dann 16 oder 17. Das ist nicht mehr. Also Sartre, es hat mich fasziniert, nicht? Dann habe ich immer was gehört von Existenzialismus, habe überhaupt nichts verstanden, keine Ahnung. Ich wusste nur, dass die sind immer so schwarz. Also ab da trug ich schwarze Rollkragenpullover und das war mein neuer Aufbruch in die neue Welt. Ich habe eine Freiheit empfunden, unglaublich. Also es war teilweise schon eine Verführung, sagen wir, von finanzieller Art, denn so hochtrabend waren viele Filme nicht. Aber es war eine andere Zeit und der Film hat einen ganz anderen Stellenwert gehabt und man war eigentlich, konnte man froh sein, wenn man überhaupt in den Film hineingekommen ist. Die Hoffnung drückt sich in der Kunst aus und die Hoffnung zu Positiveren hat sich in der Zeit ganz besonders stark ausgedrückt. Österreich ist frei! Und das hat uns damals auch sehr, sehr berührt, als Fiegl da oben stand und sagte, Österreich ist frei. Endlich waren wir frei.